Hallo, hier ist wieder euer Tobinator. Und heute spielen wir wieder auf meinem Chanel 7 Days to Die. Ja, ich bin euer Tobinator und ich bin ein Garant für Spaß und Unterhaltung. Und der Gronkh ist auch dabei. Hallo, Gronkh. Hallöchen, Popöchen. Hahaha, du bist wie immer sehr witzig, Erik. Hahaha, ja, dein Humor ist wirklich toll. Den mag ich sehr gerne. Was? So hörst du mich also, ja? So hörst du mich? So hörst du mich also, so hörst du mich. Alter. Bogen gleich die Leiter unten ab. Das gucken, wie du hochkommst. Ich bin immer sehr aggressiv. Ich bin zu dumm, die Leiter hier hochzukommen. Jetzt mach nochmal so. Ja, brauche ich ja gar nicht ab, auch gleich so hängen lassen. Warte, ich brauche doch noch ein bisschen Zement zum Reparieren, glaube ich. Ich muss manchmal überlegen, wo jetzt eigentlich die Kisten sind mit dem Zeug. Ja, das wird bestimmt noch besser, wenn wir es wieder umgeräumt haben. Pass mal auf. Das wird bestimmt spitze, Tobi. Oh, gerade. Ich habe mal nochmal einen Eintopf rein hier. Und was zu trinken habe ich natürlich nicht mit, ne? Hatte ich nicht Kaffee oder habe ich den komplett weggerotzt? Ich glaube, drüben haben wir den noch, ne? Ich hatte auch hier immer welchen auf Tasch, aber irgendwie, ich nehme jetzt einfach Goldrutentee, scheiß da rum drauf. Habe ich einfach gemacht, Tobi. Ich bin jetzt einfach, jetzt ist es soweit. Jetzt wird er verschwenderisch. Krass. Ja, jetzt ist einfach krass. Soweit. Tut mir leid. Tut mir gar nicht leid. Ich bin einfach so. Wow. So. Was für ein Typ. Mach hier nochmal ein bisschen Upgrade. Weil was können. So. Ich weiß halt gar nicht, was ich skillen soll, ne? Mach doch erstmal, wie ist ein Shotgun auf 5? Klingt das gut? Was war Shotgun-Meister? Hieß das, glaube ich, irgendwie, ne? Hab ich das nicht sogar schon auf 5? Warte mal. Ah, wusste ich doch. Die ist trotzdem hingefallen. Der Gegenstand muss repariert werden. Ups. Ja, gut. Okay. Ich glaube, der Gegenstand muss repariert werden. Da habe ich jetzt wirklich nicht drauf geachtet. So. Das hat man davon, wenn man einer ehrlichen Arbeit nachgeht hier unten. Da komme ich gar nicht hoch, ne? Also gar nicht hin. Kann ich das vielleicht von der Mauer gegenüber machen? Moment. Ich würde generell unseren Turm hier einfach mit unseren Turm ein bisschen aufwerten. Und das hier auch. Na toll. So, das kriege ich schon hin. So. Toll, mit Donnerbüchse reicht es nicht mehr. Level 5. Aber ich habe Stärke jetzt auf 10 gemacht. Ja, ist leider immens teuer. Naja, wird gegen Ende echt teuer. Krass. Mhm. Sieht schon nice aus. Ich bin schon seit 39 Stunden hier schon nicht mehr gestorben. Geil. Das ist nice. Wie macht er das nur? Nicht sterben. Guck mal, schöner Bilderrahmen aus Stahl hier. Oh ja, stimmt. Ne? Cool. Cool. Ja. Ja. Die anderen gehen noch. Oh, was ist denn hier passiert? Ach, da ist ja eine Tür noch explodiert. Die einen Stäber ist fast weggehauen. Ui. Oh. Was machst du da? Ich höre stöhnende Geräusche von oben bei dir da oben. Ich weihe die Wohletage ein, Erik. Oh. Nee, in Wahrheit bin ich eigentlich gerade von oben runtergefallen und ich habe nicht das Bein gebrochen. Oh. Ich meine, der hat mal kurz so gemacht, aber kein Bein gebrochen. Schon krass. Das ist dieser Parcours-Skill, ne? Ja, ich habe natürlich total vergessen, da nochmal nachzugucken, was man dann noch so machen kann. Aber braucht man jetzt schon? Das Ding kann ruhig. Ich weiß nicht, was. Ich guck mal, was der am nächsten Level bringt. Ich hab keine Ahnung. Warte mal. So, wollte ich das gerade machen? Ich glaube ja. Und was wollte ich noch machen? Ich würde am liebsten die ganze Wand hier aus Stahl machen. Also egal, wann die herunterfallen.
aber auf der anderen Seite würde ich gerne nochmal auf die andere Seite. Wieso komme ich denn da nicht hin? Oh, wow. Verringert die Ausdauerkosten von Sprüngen um 30%, erhöht die sichere Fallhöhe um 4 Meter und du brichst dir nie wieder ein Bein beim Aufprallen. Level 3. Das ist nice. Aber sichere Fallhöhe 4 Meter, dann ist ein Block doch, nicht ein Meter, oder? Aber was heißt denn sichere Fallhöhle? Ich meine, so Höhle. Höhe. Höhe. Sichere Fallhöhe. Ich weiß, also ich bin gerade eben von ganz oben runtergefallen. Ich meine, klar, sichere Fallhöhe nicht, aber 4 Meter ist halt. So. Okay. Hier, Level 4, das ist das letzte Level. Erhöht die sichere Fallhöhe um 5 Meter. Ach, um 5 Meter, das wird dann um 5 Meter nochmal erhöht. Oh, okay, krass. Ach, aber so. Wie hoch ist sie denn jetzt? Warte mal, Level 1 ist es 1 Meter. Dann Level 2, 2 Meter, also 3. Dann 4, also 7. Und hier nochmal 5, also 13. Nee, 12. Okay. 12 Meter. Und bei Level 4 erhöht sich die Sprunghöhe nochmal um 2 Meter. Na klar, das. Und du brichst oder verstauchst dir nie wieder ein Bein. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Alter, nochmal 2 Meter höher springen. Ja, das ist halt wirklich geil. Das würde ich auch gerne können. Also ne, hier in Game reicht mir das sogar schon. Outgame natürlich auch, aber darüber reden wir mal nicht. Boah, ja, nie wieder Treppe. Kannst du ein Haus planen? Brauchst gar keine Treppe. Springst du einfach aufs Dach. Hui! Hui, auf die nächste Etage. Voll geil. Beweglichkeit Level 8 braucht man da. Hui. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht von innen, um die Dinger hier heile zu machen, wenn ich hier Gitter vorbauen würde, und das wäre, glaube ich, sinnvoll, dass man dann von innen vielleicht lieber drankommt. Das würde aber... Was war denn hier gerade so kaputt? Ich glaube, das war Tobi. Manchmal höre ich ja Schritte und denke, das ist ein Zombie, aber das bist du. Ja, die Sounds von den Schritten sind manchmal ein bisschen weird. Ja, irgendwas war hier gerade noch sehr kaputt, aber ich weiß nicht mehr. Ich sehe es aber nicht mehr. Einige Sachen sind ein bisschen kaputt, aber... Ja, okay. Ist egal. Das wird schon irgendwie gehen. Ich habe auch überlegt, ob ich die Treppe hier oben vielleicht mal vorsichtshalber schon mal ein bisschen auskleiden soll, wenn da eine explodiert oder so. Und vielleicht schon mal... So. Da beginnt der Spaß. Oh boy. Mussten wir noch irgendwas reparieren von den Dingern hier? Von diesen Stromschockstäben oder irgendwas? Ich glaube, der hatte da auf der einen Seite die Dinger sogar, glaube ich, komplett weggehauen. Ja, ne? Ich glaube, zwei fehlen, glaube ich, sogar, ne? Ja, ich glaube, der hat die mit in den Tod gerissen. Und die haben auch keine Leitung mehr dran. Ja, das war, glaube ich, auch ein Problem. Ja, okay. Ich muss eh nochmal irgendwann neu verkabeln. Ich weiß noch nicht genau, wie. Das würde auf jeden Fall da dran gehen. Ja, und dann könnte ich noch zwei neue hinstellen. Und zwar hier und da. Da müsste ich noch zwei neue basteln. Oder wir haben noch zwei. Muss ich mal gucken. Vielleicht schon mal auf morgen vorbereiten. Ach, auf heute vorbereiten. Aussicht. Ich besuche da unten. Hey, ist ja gut. Nicht so viel Vertrauen verschwende, gell? Nee. In dein Gesicht. Aber. Wer schon ist, dann ist er schon leider tot. Ich glaube, da ist noch eine irgendwo, aber ich gehe mal schön gemütlich. Oh, Alter. Ups. Also ich könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Parcours gebrauchen, um hier besser an die Leiter zu kommen, an die Notfallleiter. Die ich natürlich immer benutze. Statt einfach mal normal, jeder normale Mensch außen rum zu gehen. Du, das hat aber auch schon so ein bisschen Action-Helden-mäßig dann was, ne? Wenn du dann so, ne, die Zombies hinter dir her und der Absprung muss sitzen, so, weißt du? Ja, und dann mit einer Hand hängst du noch an der Treppe oben oder an der Leiter und lässt sie mal zurückfallen, um ein paar mitzunehmen. Und dann ziehst du sie mit einer Hand noch nach oben so. Ah, oh, geil. Ja, und wenn es dann eine Netflix-Serie ist, dann bin ich 3 Staffeln mit deinem Kumpel gewesen und in dem Moment dreh ich die Treppe nach unten. Ja, wie Netflix-Serie, das würdest du auch so machen.
nur aus Spaß, um zu gucken. So. Obwohl, das ist die Unterstellung. Obwohl, wir haben das hier jetzt auch nicht gemacht, ne? Wie als wir beide hier draußen diese Geländer gebaut haben. Ja, haben wir nicht gemacht. Das war aber schon hart. Auch wenn ich sagen muss, es hat ganz schön in den Finger gejuckt. Ja, bei mir auch. Ich hätte am liebsten und dann habe ich aber nicht. Ah, naja. So, warte, ich. Nochmal lasse ich mir die Chance nicht entgehen. So, warte, ich stelle mal zwei Stromdinger auf für den nächsten Balutmond. Kennst du den Balutmond? Probier's mal. Okay. Gut. Rüstung, Kopf. Hier waren die Rüstungen drin. Waffen, Munition, Bastelkiste, mechanische. Ach ja, genau. Ich wollte da noch reparieren. Und da brauchte ich dann, glaube ich. Weißt du was? Ich nehme einfach hier. Ach, hier gibt's noch 7 Lampen. Das wollte ich auch nochmal ausprobieren. Die Dinger. Oh, oh Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Ganz nach unten, Tobi. Ganz nach unten. Ja. Ach, genau. Hallo. Ja, das wird hoffentlich bald aufhören. Also das Lager unten gibt's dann ja nicht mehr, ne? Das macht man ja auch zu. Was ich irgendwie cool finde. Also weil richtig geschützt eigentlich. Also da kommen die halt nie durch. Nee. Selbst wenn da 3 von den Viechern explodiert, ich glaube. Nee, das ist egal dann. Wenn wir hier noch vor, wenn wir es hier drin noch ein bisschen aufgeräumt kriegen und alles, vielleicht noch ein Tor hier vorne hin und so, wird schon ganz gut. Aber da sind ja halt wieder die Kleinigkeiten. Die 80-20-Regel greift dann leider wieder. 80-20? Kennst du nicht? Das ist überall so. 80% der Arbeit und 20% der Zeit. Das heißt, wir haben jetzt erstmal das grobe Framing für den Bunker ausgelegt, aber dann noch die Details bauen, das wird dann 80% der Zeit kosten. Das ist dann, die restlichen 20% kosten dann 80% der Zeit. Das ist immer so. Das Grobe ist immer schnell gemacht, aber die Details, die kosten immer ordentlich Zeit. Das ist die 80-20-Regel. Die drüber nachgedacht, hat man auch noch nie gehört, tatsächlich. Krass. Aber ist wirklich so. Ja. Leider. Ich wünschte, es wäre immer... 80% des Tages überlege ich mir, was ich koche und 80% der Zeit brauche ich dafür. Gefühlt manchmal ja. Mal, kann ich das wieder aufnehmen? Vielleicht auch. Aber wir sitzen voll oft da und wir wissen einfach nicht, was man essen soll irgendwie, ne? Das ist immer so dieses, was kocht man? Das ist diese Frage. Seid ihr so organisiert, was Einkäufe angeht, dass man sich vorher oder einen Wochenplan macht, so dann und dann essen wir das und das und dann kauft man dafür, okay. Auf gar keinen Fall. Ich habe da echt Probleme mit. Ich krieg's einfach nicht hin. Ja, total. Ich weiß, man muss es so machen. Ja, weil das halt, weil du halt sonst nur Scheiße kaufst. Du kaufst, gehst dann einkaufen. Oh, das nehme ich noch mit. Oh, das nehme ich noch mit. Ja. Aber leider. Warte mal, wie komme ich denn jetzt? Also, ja, das ist leider auch unser Problem. Total. Und dann am Ende dann, oh, schnell was. Ja, und das will ich eben nicht mehr, das ist ja das Problem. Nee, ich würde auch gerne einfach lieber, ne, es gibt Leute, die haben halt einfach für 2 Wochen schon ihr Essen geplant. Ja. Oder auch schon eingekauft. Und ich denke mir so, ich schaff's nicht mal für 3 Tage. Und ich will auch diese Leute sein. Ja. Tobi, ganz kurze Frage. Wir könnten hier natürlich noch mehr Shotgun-Selbstschussanlagen hinbauen, ne? Wir bräuchten zwar mehr Saft, aber theoretisch können wir halt 3 Selbstschussanlagen und 3 Elektrozäune und das wäre quasi unser Schutzwall. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich genug Shotgun-Muni jetzt noch hinkriege. Und weißt du, was geil wäre? Ja, nicht jetzt, nicht für den kommenden Blutmond. Ich meine generell. Weißt du, was geil wäre? Komm mal kurz. Ja, ich komme. Also nicht rum, ja genau. Stell mal vor, ich bin Zombie, ne? Oh, ich fall hier rein. Ja, ich bin jetzt hier reingefallen. Und hier unten in den Spalten sind auch noch 9mm Selbstschussanlagen. Die von unten beballern. Wenn die ja reinfallen und dazwischen liegen, erstmal gucken natürlich. Stimmt, wir müssen ja den kommenden Blutmond erstmal gucken, wie die dazwischen liegen, ob das klappt überhaupt. Haben wir auch noch gar nicht gemacht. Nee, das haben wir ja nach dem letzten Blutmond hast du das ja da reingeballert. Ja, und weißt du, was auch fehlt? Die Runterfall-Dinger sind ja auch gesprengt, die Elektro-Dinger. Da haben wir beide gar nicht dran gedacht. Wir hatten ja hier auch noch welche, die so quer rüber gingen auf beiden Seiten. Die sind auch alle weg. Oh. Ja, das ist nicht cool. Ja, die waren schon sehr motiviert letztes Mal, ne? Ja, vor allen Dingen machen die da unten nicht mehr so viel kaputt, wenn die da natürlich hinfallen und erstmal Elektrosemmel reinkriegen. Ah, stimmt, ja, das Rad ist ja auch wieder weg.
Ja, das geht halt immer super schnell kaputt. Ja, das ist. Was ich krass finde, dafür, dass es so teuer halt ist eigentlich, ne? Ja, ich glaube, das ist auch nicht dafür gedacht, dass Leute da reinfallen, dass da Leute explodieren. Ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Ist, glaube ich, eher dafür gedacht, dass man wirklich in den Gängen zum Beispiel unten wäre das super, wenn man die Gänge dann so auf eins zusammendrückt oder so oder auf zwei, keine Ahnung, die schieben sich durch und dann schieben die sich gegenseitig in das Rad rein. Ich glaube, da ist es sinnvoller. Da geht es auch nicht kaputt. Ansonsten bin ich eigentlich recht happy und wir haben offenbar noch mehr Möglichkeiten, was wir machen können hier. Wir sind noch nicht am Ende der Straße angelangt, wie ich eigentlich gedacht habe. Achso, ganz kurz. Theoretisch kannst du das Ding halt bis nach Mappen immer weiter ausbauen, ne? Ja, 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 das stimmt. Oh, hier ist kaputt. Dazu brauche ich Eisenbarren und die blauen Motoren. Eisenbarren brauche ich eh mal. Soll ich noch irgendwas ausbauen? Nee, ne? Ich würde da gerne. Und dann würde ich gerne... Ich würde schon gerne, dass man an die beiden hier von hinten rankommt. Dann kann ich hier vorne nämlich Zäune drum machen. Oh, ich sehe dich gerade an den Truhen. Oh, Erik, was soll ich denn sonst truhen? Ja, ich bin auch froh, wenn die untere Etage weg ist mit den Truhen. Wenn wir die wirklich nach hier oben schaffen. Ins Lager. Ja, das wird es auf jeden Fall erleichtern, glaube ich. Erleichtern, vor allem. Erleichtern, ja, von der Übersicht her, aber auch von der Sicherheit her, was Zombies angeht. Weil momentan ist das da unten halt noch, ich meine, die kommen da nicht dran. Aber theoretisch wäre es möglich, dass da was passiert. Ja, das stimmt. Warte mal, zwei Dinge habe ich noch. Die würde ich, glaube ich, nochmal schnell aufstellen. Scheiße, wo waren die nochmal? Elektrozaunpfosten. Eisen und elektrische Teile. Also. Eisen und elektrische Teile. Pach. Moin. Elektrische. Achso. Das waren die hier, ne? Ah ne, mechanische Teile. Okay. Dann Eisen nehme ich auch noch mit. Boah, ich will irgendwann die Verkabelung neu machen. Ah ne, Eisen ist ja auch nicht hier. Das ist ja auch unten. Gott, wie mich das nervt. So. Oh, Eisenbarren, da brauchen wir auch noch. Eisenbarren? Soll ich mal einschmelzen? Also mal machen? Ah, wir haben Besuch. Leder und Lehm brauche ich mal ganz kurz eben. Das ist aber kein Problem. Leder, um den Ofen zu reparieren? Hä? Verstehe ich auch nicht unbedingt, aber gut. Ey, du kommst da unten aus dem Ding raus und drückst sofort los, ist dein Ernst? So, Öfen sind repariert. Junge, Junge. Brauchst du Hilfe? Nö, nö, nö. Ich weiß gar nicht, ob die richtig gebrüllt hat, aber auch. Wie kommt da jetzt nichts? Ach doch, hört man ja. Der ein oder andere. Naja, die müssen es ja wissen, ob die ihr junges Leben so wegschmeißen wollen. Oh. Okay. Hä? Hey, das ist ein kleiner Schwarzer. Das ist aber... Oh, Junge. Das, oh. Weißt du, wie man das nennt? Muskelgedächtnis. Diese Hure. Diese Sendung läuft um 14 Uhr mittags, bitte. Machen Sie das bitte. Weißt du, was um 14 Uhr mittags auch läuft? Das Geschäft der Brit. Huren. Oh, Mist. Ah doch, da ist er. Du kommst da die Treppe wieder runter. Der Lustige. Der Wonnebär. Oh, aber es funktioniert. Die kommen alle jetzt rein, ne? Das funktioniert jetzt irgendwie. Ja, voll geil. Oh, Entschuldigung. Das göttliche Mädchen kommt da auch mit rein, ne? Boah, ich bin gespannt auf den Blutmond, wie das mit der Mauer klappt, ob die da nicht mehr durchgehen und ob das mit den Pissritzen hier oben klappt. Alles. Ich will alles wissen. Also das mit der Mauer scheint ja schon mal super zu funktionieren. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das wäre halt so ein Ding, dass die KI dann trotzdem versucht, da durchzugehen, weil die einen anderen Pfad nicht findet.
Ja, die KI haben sie schon dran gearbeitet, ey. Respekt. Auf jeden Fall. Also vielleicht bei der KI einfach die Überlegung, gehe ich jetzt den weiten, weiten Weg oder grabe ich mich hier durch 5000 HP einfach mal eben durch? Schon cool. Hätte ich schon krass gemacht. Ja. Hätte ich so nicht gedacht. Habe ich mich wieder für schlauer gehalten, als das hier alles ist. Was wollte ich reparieren mit dem Eisen? Die Selbstschussanlagen, ne? Jo. Dann mache ich das mal eben. Für Schrotflintenmunition eigentlich noch gebraucht. So. Die ist repariert. Papier. Oh, da muss auch wieder Munition. Okay, beide sind komplett leer hier unten. Ich könnte sogar drei aufstellen. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich jemand. Brauchst du für die Dinger da unten 9mm, ne? Ich glaube ja. Ja, sieht so aus. Also die normalen Fragezeichen, die Billo-Patronen. Ja, ich glaube 9mm ist halt so. Ich weiß, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ich glaube 9mm ist tatsächlich so dieses Massending. Genau, so Default irgendwie. Ja, und die 7er ist halt schon so mehr so ein bisschen Richtung Gewehrmunition. Ich habe keine Ahnung. Ja, hört sich schlüssig an. Hört sich flüssig an. okay, warte. Ach, die auf. Oh, nee, doch nicht. Die ist nicht leer. Die ist bald leer. Wir brauchen noch eine. Boah, Alter, Tobi, was machst du hier mit den Patronen? Hey, da, was geht? Alter. Ist ja ein Traum. 1, 2, 3. Ja, da stehe ich gleich wieder ein paar. Ich mache dir wieder Platz da drin, ne? Ja, gut, 9mm. Weiß ich nicht, was braucht man dafür nochmal? Also ich habe mir jetzt alle Staples genommen, die ich brauche für die 9mm unten. Dann, das heißt, ich kann die wieder anschließen. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht noch eine dritte aufbaue, aber nicht für jetzt, also nicht für den jetzigen Blutmond. Ja, ich will irgendwann, wenn wir so viele machen können. Aber es ist schon krass, wie das mit den Munitionen so ein bisschen lenken mit dem Messing, ne? Das ist schon. Also die zwingen dich ja quasi dazu, auf Reise zu gehen. Ja, ich glaube, das ist eh gewollt, auch mit den Rezepten und so. Also das soll schon so sein, dass man nicht nur zu Hause hockt wie wir und seinen Bunker baut. Wobei wir jetzt den Luxus haben, das machen zu können. Aber jetzt müssen wir, jetzt werden wir auch wieder getrieben von Messing und Rezepten. Ja. Weil ja, also die genau, Messing halt, ne? Die wollen halt sowas wie uns verhindern, Tobi. Ja, die da oben halt wieder, ne? Ja. Aber lass mal von denen draußen mal nichts vorschreiben. Nee, nur weil unser Gameplay den wieder nicht gefällt, den Herrschaften. Weil wir wieder schlauer sind als alle anderen hier. Wieder durchgespielt. Denen wird was zeigen. So. Das gibt erstmal eine negative Review bei 7000 Spielstunden. So, die nehme ich noch mit. Dann baller ich die nochmal hin, einfach weil wir die schon da haben. Ich würde das mit den Lampen. Weißt du was? Ich nehme eine einfache Glühbirne mit, um es zu probieren. Was denn? Wir können dem Händler mittlerweile winken von hier oben. Der muss sich halt auch wundern. Das ist wie ja, so. Guck dir mal seinen Schornstein an, Alter, wie der seinen Schornstein extra so hoch gebaut hat, weißt du? Das ist so richtig der Probleme da drüben. Ja, ich bin gerade. Ich müsste nach oben laufen, aber der ist es mir nicht wert. Ja. Aber hat er seinen Schornstein extra so voll hochgebaut, voll sinnlos. Meinst du, das wollte er machen, damit er uns mal zeigen kann? So? Ja, dass er immer der Höhere bleibt, also vom Gebäude her. Ja, genau so denke ich mir das. Was für ein Spaß. Entschuldigung, darf man nicht mehr sagen. Was für ein Sparmaßnahmentyp. Manchmal hat man diese Worte aus Gewohnheit noch drin. Ja, das man ist so, assoziiert ja, sie aber nicht mit den Bevölkerungsgruppen, mit denen man, mit den Leuten das gerne hätten, dass man das getan hätte. Ja, so. Du weißt ja, wie es ist. Du Spaß. Ja, ja. So, Tobi, mach mal ganz kurz Generator an. Den hier, ne? Ja, will nur mal was testen. Alles klar, nice, Lampe läuft. Oh! Cool. Das geht wir also. Haben jetzt Licht. Aber nur ein, also wir haben ganz viele Lichter sogar, aber ich habe jetzt erstmal nur eins gemacht. Wie ist das jetzt angeschlossen? Hier einfach das Kabel. Siehst du das Kabel hier nicht? Zu dem Ding hier? In diesem Kabelsalat-Ding? Ja. Kabel. Siehst du das Kabel nicht? Oh, cool. Nee. Das ist wieder dieses Kabel, was ich nicht sehe. Ja, bei mir ist leider Kabelsalat alles komplett. Aber hier, die zwei Kabel hier sehe ich. Jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich gesprungen aus Frust. Okay. Hä?
Aber, hä? Also, oh, Alter, mit Parkour käme ich davon hier unten auch rein, ne? Parkour 5 könnte sogar klappen. Ich weiß nicht genau, wie hoch man springt. Ich bilde mir einfach ein, man ist einfach... Ja, doch, könnte aber hinkommen. 13 Meter, ja, doch locker kommst du hier hoch. Okay, warte mal. Ich kann jetzt dahin, dahin. Okay, 3. Ich hoffe, das reicht. Wir jumpen einfach wie so Frösche oder irgendwann hier durch die Gegend. Zwei, warte mal. Oh, fuck. Eins, zwei und dann... Minecraft Adventure Map, Erik. Ist doch genau dein Ding. So. Und jetzt hier. Jetzt da. Oh, sitzt das überhaupt? Das müsste sitzen, oder? Ah. Ich glaube, es ist ein zu tief, ne? Das darf nicht wahr. Wie kriege ich jetzt wieder weg? Vielleicht machen wir mal ein paar Hilfsblöcke. Wo sind die hier? So. Ist ja schlimm, wenn die tief sind? Wenn die sprengen die doch sowieso wieder weg. Nee, das Problem ist sonst, wenn die hier unten durch die Blöcke gehen, die berühren ja die Zombies nicht. Die, ah, okay, achso, okay, das sehe ich von hier gar nicht, dass die so weit unten. Okay, okay, ja, ja, die müssten, einen höher müssten die. Scheiße, was ist passiert? So, mal aufzuheben. Ja. Kommt da schon wieder jemand? Nee, ne? Nee, ich bin gerade gelaufen, vielleicht hast du das gehört. Gelaufen. So, okay. Aber das kann ich auch von hier machen, ne? Das hier wäre dann die Höhe, auf der wir es nicht haben wollen, ne? Genau, das hier wäre. Eins, zwei, da. So. Ja, okay, das ist easy. So. Einsammeln. Bitte, mein Herr, bitte, haben Sie vielleicht ein Rupier für mich? Ah, nur was zu essen, mein Herr. Schaut da drauf. So ich bin wieder schlechter Laune. Ach, der Tobi. Beim Tobi macht das unterprivilegiert dann noch Spaß. Okay, die gehen. Die gehen. Achso. Okay, ich habe noch mitgenommen. Das sah stylisch aus. Respekt. So. Okay, das Ding ist auch wieder da. Und jetzt bräuchten wir theoretisch, da ist jetzt auch genug Platz zwischen. Das heißt, wenn da welche explodieren, habe ich die Hoffnung, dass die Dinger nicht mitreißen. Und die anderen Dinger würde ich hier auf die Mauer stellen. Das wäre schlau. Gut, ich glaube, das Problem war letztes Mal auch, dass der hier oben direkt explodiert ist, ne, der eine. Ja, ja, der hat halt wirklich alles mitgerissen. Die dumme Sau. Ich bin doof. Ich laufe immer wieder hier lang, wo ich denke, ich komme wieder zurück in die Basis. Okay, das könnte man theoretisch noch einen ausbreiten, eventuell. Genug Stahl haben wir, glaube ich. Ich meine, warum nicht? So. Dann hier nochmal. Oh Junge. Boje moi. Was ist das so? Boje moi. Wenn ich da Gitter hinmache, müssten die Gitter eigentlich... Fangen die so eine Explosion ab? Weil die... Diese Eisendinge, also diese... Die Drähte gehen ja durch Gitter durch. Hm? Ja. Und wenn ich da jetzt so Gitter hinmachen würde,
Die würden ja so eine Explosion auch abfangen, ne? Das heißt, die Dinger würden vielleicht nicht mehr in Luft fliegen. Ich weiß, meinst du, die fangen eine Explosion ab, weil die lassen auch das grüne Zeug von den Spuckviechern durch, oder? Geht da nicht, nee, oder? Nee, nee, okay, ich bin mir gerade unsicher, ich weiß es nicht. Ich glaube, Gitter machen das nicht. Ich glaube, das geht nur, wenn das Gitter offen ist. Okay, okay, okay. Langsam sieht es ja richtig gefährlich aus. Ich habe überlegt, ob ich noch was gegen diese Sprungviecher machen kann. Die springen ab. Wo springen die immer ab? Ist das so ab hier? Ich muss mir das mal angucken. Die können halt während dem Blutmond super weit springen. Ja, 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 deswegen. Und die kommen ja manchmal oben reingesprungen, da wo du gerade stehst. Ne? Ich mache da von oben am Maul und die ist rein. Manchmal kommt da einer reingesprungen. Und dann überlege ich halt, ob ich da vielleicht, wenn ich hier ein Gitter oben drauf mache noch, dass es hier auch so ein Cage ist, ob man die damit vielleicht daran hindern kann. Dann könnten die nur von hier aus springen. Ups. Ja, also vielleicht wird das ja helfen. Ich weiß es nicht. Gut, ich meine, du könntest auch theoretisch gesehen von diesen Pinöppeln da unten auch hier oben welche hinsetzen. Ich meine, das sieht halt scheiße aus, ne? Aber... Ach ja, die Elektrozäune, ne? Ah. Das ist eine gute Idee. Ich müsste eh noch ein paar bauen. Achso, da bist du ja schon. Ich müsste eh noch ein paar bauen. Wenn man hier ein Einergitter nach draußen macht, das heißt nur, dass die da hinspringen würden wahrscheinlich, ne? Ja, ja, wie gesagt, die springen halt super weit. Das ist schon fast unverschämt. Was man machen könnte, ist so eine Art kleinen Balkon. Pass mal auf, warte mal. Ich hab eine Idee, warte mal. Shape, shape, shape. Wie heißen die Gitter nochmal? Heißen die Gitter? Nee, ne? Wie heißen die denn hier nochmal? Nicht Gitter, sondern Stäbe, ne? Ja, Stäbe, genau. Oh, okay, Hilfe, Stäbe. Tobi, bitte. War jetzt auch nicht zielführend. Stäbe, warte. Angenommen. Ach, da muss ich wieder hier. Ja, shit. Ich hasse es. Warte. Ah ne, das müsste ja ein weiter nach oben sein, ne? Ja, das geht nicht. Ja, die kriege ich hier nicht drin. Es sei denn, ich würde hier einen dran machen. Verstehst du? Und dann kann man... Dass sie da nicht mehr hochspringen können. Genau, dann kann man hier drauf. Man kann immer noch Mollys werfen. Oder? Kommst du mit den Mollys da runter? Nicht, dass du hier dann doch irgendwie doof am Geländer hängen bleibst? Ja, doch, also, doch. Das müsste gehen, ja. Ich kann ihn jetzt nur nicht mehr ganz hier unten hinwerfen. Da kann ich nur noch schießen, aber für die Mollys wird's reichen. So eine Art Mini-Balkon quasi. Das war ich mal so dumm. Können die nicht mehr hochspringen. Ne? Ja. Der ist jetzt zwar mit der Heißkleberpistole hier einfach dran gemacht. Also die sind nur befestigt über die hier an der Seite. Weil das hier ist alles freischwebend, die drei Blöcke hier vorne. Aber das ist ja im Grunde genommen egal, ne? Macht die auf jeden Fall aus Metall oder sowas, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich würde dann vielleicht... Warte mal, ich mach mal kurz... So. Ich mach das nochmal anders. Den lasse ich mal. So. Und dann mache ich mal ganz kurz normales Gitter. Stäbe. So. Dann hier die Rahmenform. Kopieren. Oh. Ah ja, das muss ich anders machen. Läuft's. So. So. Den hier aufheben und dann den hier machen. Copy Shape und dann einfach da dran. So. Dann mache ich den hier auch nochmal weg. Klopp. Und dann nochmal. Was denn? Du bist los wie so ein kleiner Hasenkäfig oder so. Warte. So. So ein kleiner Balkon halt, ne?
Das ist aber irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Sieht irgendwie cool aus. Ne? Und dann, also ist die Chance zumindest kleiner, dass die hier landen können, glaube ich. Ja, weil wir erstmal dieses Geländer müssen, ne? Genau. Und wenn ich dann hier vorne noch, wenn ich da vorne noch so ein Dingens hin mache, so ein Elektroding, dann dürften die ja eh runtersäbeln irgendwann. Aber das müssen wir mal austesten. Und das hier müsste auch gehen, ne? Jo. Das geht auch super. Voll geil. Nice. Gefällt mir sehr gut. Nice. Mit den Modis muss man ein bisschen aufpassen von hier. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht segeln die auch nicht runter oder so. Aber alles Wichtige hat man hier im Blick. Ja, ja. Ich sag mal, du könntest theoretisch mit dem Molly. Nein, du könntest springen. Zur Not. Ja, das würde gehen. Aber, ja. Trotzdem nice. Ne? Ja. So, willst du upgraden? Kann ich überhaupt upgraden? Ich kann. Ich hab kein Stuff dabei, leider. Könnten wir ganz kurz eben. Wir müssen ja eh gleich aufhören, ne? Wenn ich so auf die Uhr gucke. Jo, wir sind bei 36 Minuten. Ja. Das ja nur auch. Es gibt noch zwei Sachen, die ich dann gerne machen würde. Einmal ganz kurz eben schnell den hier holen. Und aber auch nochmal schnell die. Zumindest mit den Fensterdingern, damit ich es nicht vergesse. Mhm. Nochmal schnell die Dinger hier zu Ende machen. Die Scheiben oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe keine Ahnung. Die Glasblöcke. Ach. Die ja. Sehen ja schon sehr weird aus, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe aber auch beim Looten nie drauf geachtet, bei den ganzen Gebäuden, ob da richtige Fensterscheiben drin sind. Ja, die haben ja meistens so kaputte oder halt diese optischen Fenster. Das hier ist natürlich cool, weil du kannst damit schöne Sachen machen. Das auf jeden Fall. Ich hätte halt nur nicht damit gerechnet, dass es dann wirklich so Klarglas aussieht. Klarglas repariert. Das Coole ist, man sieht halt immer, ob die Zombies hier reinlaufen. Das ist wirklich ganz nice. Wenn man das möchte, wenn man gerade hier zu tun hat oder so. Ich frage mich halt, sehen die eigentlich das Glas? Oder das, nicht? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine berechtigte Frage. Das ist schon cool. Weil es ist cool mit dem Glas, aber es ist sehr ungewohnt. Also das ist irgendwie so optische Täuschung. Ja, das auf jeden Fall. Da hast du recht. Optische Täuschung. Optisch getäuscht. Da hast du dich getäuscht. So, okay, warte. Dann mache ich nochmal schnell hier. Kleines Upgrade. Bumm. Bumm. Ich mache erstmal aus Zement. Wenn es nämlich doch nicht funktioniert, ist es nicht so schwer, das wegzumachen. Ach ja. Ja, das, ja. Nun. Und durchschießen kann man trotzdem. Alles easy. Und man kann auch von unten runterschießen. Das ist auch nice. Schön. Gut. Voll das Kriegsgerät, das Ding einfach. Ja, geil. So, hier könnte ich theoretisch schon mal Stahl draus machen. Aus den Gittern hier. Ob das nötig ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher noch nicht. Machst du an den Dingern gerade was? Wie verändern die sich gar nicht? Ja, ich upgrade, also die sind gerade gedamaged und ich repariere die wieder. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, da ist ja gar kein Stahl draus. Ja, nee. Auch die Tür war gerade noch ein bisschen kaputt. Hier sind auch ein paar Klötze noch ein bisschen. Oh, haben wir schon ein bisschen der auch. Ich glaube, die Polizisten ziehen hier gerne hoch. Ah, ja, die haben ja auch immer unsere Kisten unten immer geschossen, die Schweine. Aber damit ist jetzt natürlich Schluss. Richtige Arschloch, ey. Ja, jetzt ja nicht mehr. Achso, wollte man das überhaupt noch machen? Ich lasse das mal lieber. Ja, na gut. Tobi? Ich würde sagen, wir packen es mal, ne? Und ja, ich weiß noch gar nicht, ob nächste Folge schon Blutmond ist. Ich bin mir unsicher. Ich glaube ja, fast weiß nicht. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, jetzt beenden, damit die nächste Folge nicht allzu kurz wird, glaube ich, ne? Ja, das glaube ich auch. Jetzt sehe ich den Schornstein, den du meinst. Heilige ja, krass, Scheiße. Ne? Hat der Minderwertigkeitskomplexe. Der schreibt doch auf Twitter auch Greta unaufgefordert, oder? Small Dick Energy, hey! Wirklich so. Oh, guck mal, die haben so einen großen Zaun, aber meins ist viel größer. Okay, klar ist das. Ein Träumchen. Boah, das mit den Kabeln ist echt hässlich. Ich hoffe, dass... Ja, schön ist es leider nicht, aber man kann es, glaube ich, wahrscheinlich nicht anders machen, ne?
Na, ich werde es irgendwann, also irgendwann. Ich werde es auf jeden Fall nochmal neu verkabeln müssen, alles. Schade, dass man den nicht so schön an der Wand entlang legen kann, ne? Ja, kann man schon, aber dafür brauchst du halt immer mehr von diesen Dingern hier. Und die kosten aber auch immer Watt. Also auch jedes von den Dingern kostet immer Watt. Obwohl das so Verteiler sind. Zwar nur ein Watt, glaube ich. Ich glaube nur ein Watt, ne? Ja, ein Watt kosten die nur. Aber trotzdem. Wenn du 10 von den Verteilern baust, damit du schön bauen kannst, dann kostet auch wieder 10 Watt. Watt? Ja. Ja. Oh, du bist durstig. Natürlich bist du durstig. Okay, gut. Dann... Nächste Folge. Wahrscheinlich noch kein Blutmond, aber wir steuern hart darauf zu. Ja, das denke ich auch. Voll geil. Die beiden nicht. Die ist rum. Hab ich noch erwischt, ja, ne? Aber die Musik hat noch nicht aufgehört. Tobi, ganz kurz, wir müssen noch mal schnell... Ah, oh, ist aber wirklich immer so vor dem Blutmond, ne? Naja. Ja, obligatorische Welle. Wir kriegen gleich wieder Besuch. Aber dann teste ich das hier oben mal. Achso, Musik hat wieder aufgehört. Okay. Ich glaube, der ist despawned. Der Bunker ist zu groß. Ich weiß es einfach nicht. Der ist am anderen Ende der Map, wollte da rein, Tobi. Ah, ne, komm mal da unten. Ah. Ah. Das ist aber eine andere. Da ist auch jemand. Guck mal. Ja. Okay. Upsi. Hänschen lug einmal. Hänschen lugte. Hänschen lugte, Waffe... Boah, Alter. Vorm Blutmond, Tobi. Vorm Blutmond. Es ist immer so. Hauptsache nochmal schön die Muni wegballern. Mhm. So, das war's jetzt aber. Musik ist wieder schön. Nice. Gut. Okay, Balkon klappt aber gut. Ist hierhin nicht schlecht, aber. Ja, erstmal gucken, ob der gegen Springer hilft. Da muss man mal schauen. Aber bis jetzt ganz gut. Und wenn Springer kommen, kann man vielleicht von hier aus, wenn man die Tür zumacht, pünktlich, dann kann man vielleicht von hier aus, von der Seite, kann man den Balkon auch freiräumen. Ja, ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Angemessen. Na gut, Tobi, dann nächste Folge, wa? Ja, würde ich sagen, ne? Dann geht's hart auf Blutmond zu. Folge 1. Genau. Kann sein, dass die nächste Folge ein bisschen kürzer ist, weil jetzt schon 13:40 und um 22 Uhr fängt die an. Wir müssen mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.